Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu BioShock 2. Ja, ihr Lieben, ihr habt mich sicherlich nach der letzten Folge richtig, richtig gehasst aufgrund meines unfairen Cuts. Den habe ich ja wie immer ganz bewusst gesetzt hier kurz vor Eleanor, bevor wir ihr ihren Anzug geben. Und das ist ja auch passiert. Wir haben durch die Augen einer Little Sister geschaut und sind dann in der Gegend herumgerannt, um Eleanor ihren Anzug fertigzustellen, damit wir ihn ihr geben können. Ich musste das Ganze sogar nochmal von Anfang an machen, da ich hier lustigerweise bei diesem Spiel dazwischen nicht abspeichern konnte. Und dementsprechend habe ich das nochmal gemacht und habe sogar einen Audiolog gefunden, der Vater befreien heißt. Wir haben es geschafft. Vater ist zurückgekommen, direkt vor Mutters Augen. Ich habe über meine Sisters eine Frau namens Tannenbaum kontaktiert. Sie hat einen Weg gefunden, seinen Geist in diesem Anzug zu befreien, den Menschen im Monster zu wecken. Mutters ganzes Glaubensgebäude ist verfehlt. Und wenn ich eines über Vater weiß, dann das. Er wird an die Flucht glauben. Eleanor, es ist an der Zeit, dass du deine Pflichten dem Volk gegenüber anerkennst. Wenn du aufwachst, wirst du verstehen... Nein! Geh weg von mir! Tja, und auch dort hatte sie wieder keine Lust auf Sophia zu hören und nun werde ich es endlich tun. Ich werde ihr den Anzug überreichen, damit sie zur Big Sister werden kann. Hoffentlich haben wir alles richtig gemacht. Jetzt tue ich das Gleiche für alle anderen, angefangen bei der hier. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Jawohl, und da sind wir wieder befreit. Sehr geile Sache. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Oh, und wir bekommen auch noch Eleanor rufen. Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. So, ja, wir können Eleanor in ihrer Big Sister Form rufen. Geile Sache. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig. Jawohl, und das wird richtig cool. Das wird richtig cool werden. Doch, ja, ich denke, ich werde jetzt eben erstmal kurz abspeichern, damit ich dann nachher nicht das Problem habe, falls es mir wieder abstürzt, dass ich dann nicht mehr, also dass ich dann nochmal alles von vorne machen muss. So, und da bin ich wieder entschuldigt und da ist mir, als hätte ich es geahnt, das Spiel wirklich glatt nochmal abgestürzt. Sehr schön, dass wir vorher gespeichert hatten, aber jetzt ist ja alles gut. So, ja, also wir haben festgestellt, Eleanor ist wirklich zu einer guten Big Sister geworden. Also sie kämpft hier für das Recht der Little Sisters. Sie ist wirklich dabei, dass sie ja einfach Gutes tut und das haben wir ihr auch versucht beizubringen. Ich bin wirklich stolz auf sie, dass sie das so super gut hinbekommt. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir gemeinsam mit ihr hier der ganzen Sache ein Ende bereiten können. Aber das sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Was ich übrigens beim Nachspielen festgestellt habe, das war die Tatsache, dass ich, als ich an diesen Statuen vorbeigerannt bin, dass da was am Boden stand. Und zwar der Brute Splicer hier. Nein, der stand natürlich nicht am Boden. Aber dass dort, ja, was stand denn da? Da stand zum Beispiel, Daddy trifft Grace oder Daddy trifft, oder hilft Onkel Stanley oder so. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das gespielt habe. Aber dann, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das trifft sich sehr gut gerade. So, kommt mal her, meine Freunde. So, dann werden wir den mal mit verschiedenen, Vorsicht, mit verschiedenen Sachen bearbeiten. So, komm her, komm her. Na, hört ihr mal wohl auf, hört ihr mal wohl auf. Böse, böse Menschen, böse Menschen. Ich brauche auf jeden Fall diesen Fortschritt, dieses letzte Mal noch. So, ich werde alles schießen, was ich irgendwie habe. So, hier kommen genau ein Abfackeln und alles Mögliche. Na komm, stell dich nicht so an, mein Freund. So, perfekt. Komm. Ich muss auf jeden Fall noch diesen Bonus bekommen. Das wäre so genial, wenn ich noch diesen Bonus bekomme.
Na, jawohl! Sehr schön. Tonikum erhalten, Körperpanzerung 2. Körperpanzerung 2 ist nützlich in allen gefährlichen Lebenslagen und bietet automatisch zusätzlichen Schutz gegen Beulen und Quetschungen. Sei kein Softie, besorgt dir Körperschutz 2 noch heute. Jawohl! Sehr gut! So, oh, fast sterbe ich hier aber jetzt auch bei dieser Aktion. Ja, ist ein bisschen wahnwitzig. Das ist halt, ne, der Nachteil, wenn man dann tatsächlich versucht, hier nochmal alles zu bekommen. Das hat mich jetzt auch echt... Subject Delta. Ja? Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Oh nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Der gehört mir. Oh, okay, wow. Das macht sie gut, was sie da macht. Fix und fertig, Vater. Oh yeah. Oh, oh. Gott, Eleanor, bitte sei nicht so Feuer und Flamme hier. Oh, welch Wortwitz. Okay, so, ihr Lieben, ich gehe mich nochmal hier ein bisschen eindecken. Wir haben ja Gott sei Dank hier relativ viel Zeug gefunden. Deswegen sollte das jetzt nicht mehr so tragisch sein, wenn wir uns noch einmal eine Spritze und ein Verbandskästchen holen. Ja, also wir haben Eleanor an unserer Seite. Ich fühle mich irgendwie sicherer. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Und wir können sie auch jederzeit rufen. Und jetzt müssen wir den guten, netten Sinclair finden. So, okay, da hinten kommen wir, glaube ich, nicht mehr durch das Office, deswegen lasse ich das jetzt mal direkt. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt echt alles geholt, was wichtig war. Na, dann lass uns mal gehen, meine Kleine. So, und tatsächlich kommen wir noch in einen neuen Spielabschnitt, und zwar zum Innenbereich von Persephone. Und da ist mir das Spiel beim letzten Mal abgestürzt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall. Ich darf echt nicht länger als ein, zwei Mal irgendwie, keine Ahnung, durchspielen. Also so mehrere Parts hintereinander, das verträgt das Spiel irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. So, ich bin so froh, dass sie auf meiner Seite ist. Nach oben, Vater! Schnell! Ja, ich komme. Warte nur einen Moment. Na toll, hätte ich mir gar keine E-Spritze kaufen müssen, aber sowas kann man ja nicht ahnen. Jedenfalls, ja, nicht wirklich. Und auch hier ein schöner Verbandskasten. Sehr schöne Sache. Toll, dass ich das alles jetzt sehe. Gut, jetzt leckt es gerade ein bisschen, warum auch immer, aber jetzt geht's ganz normal weiter. Ich bin so gespannt. Karte der Anlage. Okay, wir sind da, glaube ich mal, und irgendwo müssen wir hin. Ich glaube, wir müssen, also nach oben hat sie ja gesagt, egal auf welcher Seite wir hochgehen. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta, was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Ja, also du, Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Okay. Also, huf. Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Okay. Wie gesagt, gar kein Problem. Ich sollte das auch alleine hinkriegen eigentlich soweit. Von daher, ich schaff das schon, meine Kleine. Also mach dir keine Sorgen um deinen Daddy. Ich krieg das schon irgendwie hin. Jedenfalls hoffe ich das. So, okay, was haben wir denn da? Hop-Up-Cola brauche ich gerade nicht. Ein Hackfire nehme ich durchaus nochmal mit, gerne. So, und dann bin ich jetzt aber gespannt. Da oben war ein Gatherer's Garden, habe ich gesehen. Den möchte ich auf jeden Fall noch für mich beanspruchen. Den möchte ich auf jeden Fall noch einmal haben. So, und hier heile ich mich auch mal. Perfekt. So. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen.
Vater mag dich. So, okay, dicker Burstblaser nochmal hier am Start. Ich habe immer das falsche Plasmid am Start, jetzt aber müsste es richtig sein. So, komm, Mausi, hau ihn um. Okay, dann hau ich ihn um. Er ist jetzt dran. Ja, sehr gut. Ich wollte eigentlich nur schlichtweg wirklich mein Sicherheitsdinge fertig machen. Ich glaube, das war jetzt aber auch noch nicht, habe ich jetzt auch noch nicht ganz geschafft. Geh mal weg, meine Süße. Ich weiß, du magst mir helfen, aber du stehst gerade mega im Weg. So, dann werde ich jetzt mal gucken. Also, ein paar Gegner werden jetzt auf jeden Fall sicherlich noch nach und nach zu mir stoßen. Denn die wollen mich ja hier auch entsprechend aufhalten. Aber ich glaube, dass wir da ganz ohne Probleme durchkommen werden. Vor allem mit Eleanors Hilfe. Ich vertraue ihr. Also, sie wirkt jetzt nicht auf mich, als wäre sie mega durchgedreht oder so. Ich glaube schon, dass man ihr vertrauen kann. Deswegen tue ich das jetzt auch einfach mal als guter Back Daddy, als guter Papa. So, und dann gucken wir mal, was können wir denn nochmal kaufen. Gesundheits- und Eve-Upgrade ist unerlässlich, denke ich mal. Und ich kaufe mir einen Köder Rang 3. Brauchst du einen Gesundheitsschub? Jetzt reflektiert dein Köder nicht nur Schaden zurück zum Gegner, sondern gibt dir einen Teil davon auch als Gesundheit zurück. Holen Sie alles aus Ihren Investitionen heraus. Durch Täuschungsmanöver zugefügter Schaden erhöht Ihre Gesundheit. Das klingt auf jeden Fall gut. Und dann schaue ich mal. Maschinen, Eissturm, Schottenalarm 2. Brauche ich nicht. Wenn du in der blauen landest, du so Kurzschluss 2. Brauche ich auch nicht wirklich Quick Hack. Ja, ist jetzt auch nicht irgendwas, was ich unbedingt benötige. Telekinese 3, nein. Sicherheitskommando 3, nein. Hypnotisieren, Winterblast. Ich denke, ich würde eventuell mir nochmal Winterblast genehmigen. So, friere die Gegner noch länger ein. Wir können ihn zu einem Eisblock machen. Frieren Sie Gegner länger ein. Achtung, Erkältungsgefahr. Jausen, so. Okay, ich glaube, das war es jetzt auch genau. Wir haben noch genau 5 Adam. So, und ich denke, das waren eigentlich ganz gute Investitionen. Hatte ich jetzt jedenfalls als nichts Schlechtes im Sinn. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch gehen wird. Ich guck mal, ob es da nochmal reingeht. Hätte ich vielleicht vorhin machen sollen, aber ich hatte Angst. So, nee, okay, hier geht es überall nicht mehr rein. So, gut. Also ich denke, mit unseren ganzen Upgrades und so kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen, hoffe ich. Und wie gesagt, wir haben ja auch eigentlich alles soweit richtig gemacht. Und jetzt sind wir hier im Gefängnistrakt. Und der ist immer so ein bisschen zwielichtig. Da müssten wir eventuell ein wenig aufpassen, ob da jetzt uns nicht jemand in einen Hinterhalt locken will. Wie gesagt, Sophia versucht uns ja mit allen möglichen Mitteln aufzuhalten. Aber ja, das wird hoffentlich nicht genug sein, was sie da uns bieten kann. So, die Türsteuerung hacke ich natürlich mit einem Hack frei. Ganz klare Sache. Oh Gott. Huch! Ja, okay, dass man das verkacken kann, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich habe zu spät geschaltet. Aber die, also da sind die Zonen wirklich überdimensional groß, muss man sagen. Da muss ich doch irgendwie reinkommen, oder? Ich muss mal auf der Karte gucken. Eieieiei. Also wenn ich gerade gesagt habe, das ist nicht mehr viel, das ist ja verdammt nochmal ziemlich viel. Also dieser Sicherheitstrakt hier wird noch richtig lustig werden. Ich glaube, bei dem Rest waren wir sonst schon, oder? Ich bin mir nicht... Nee, wir waren doch noch nirgends, oder? Eieieiei. Also das wird noch ein ziemlich langer Weg, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass wir noch, ja, ein bisschen hier zusammen mit... Oh, oh. Was war das? Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Okay, ich nehme an, dass meine Zeit dann auch irgendwann jetzt bald abgelaufen ist, weil das ist nicht so schön. Eleanor kämpft immer nur für eine Begrenzung. Ja, ich weiß. Lamp kennt den Weg, ja, oder auch nicht. Nee, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen unvorteilhaft, wenn wir jetzt das Zeitliche segnen, bevor wir hier überhaupt rauskommen. Dann wäre das Ganze umsonst gewesen und das wäre echt traurig. Starte Aufnahmesequenz. Hör! Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken.
Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Oh, wieso immer ich und wieso Sinclair? Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben rauszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Oh Gott, und ich dachte wirklich, Sinclair wäre voll das Arschloch, aber er ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also ganz ehrlich, das ist, er ist auch nur ein Opfer. Und das ist natürlich dann noch umso trauriger einfach, dass wir jetzt wirklich hier gezwungen sind, einen Freund zu töten. So, gut, dann würde ich aber sagen, liebe Freunde, dass wir uns dann in der nächsten Folge vom Bioshock wiedersehen. Da mache ich jetzt an dieser Stelle nämlich einen Cut. Und dann schauen wir. Wir werden dann Sinclair töten müssen, verfolgen müssen. Und ja, das fällt mir zwar schwer, aber es muss, glaube ich, sein. Dementsprechend, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in einer neuen Folge von Bioshock wieder. Bis dahin. Ciao.